Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Nächste Woche kommt PES 21 schon raus. Das heißt, wir werden diese Woche durchballern. Wir wollen die Karriere noch beenden und wir sind ja auch schon relativ am Ende. Wir haben nicht mehr ganz so viele Spiele. Hier ist schon das Endspiel, das war's schon. Also die paar Spiele werden wir in dieser Woche auf jeden Fall noch durchballern. Es wird richtig viel PES kommen, jawohl. Und ich habe einfach Bock. Ich bin super hyped. Diese heutige Folge ist ausschlaggebend für das, was jetzt passiert. Denn wir können jetzt schon gegen Köln Meister werden und wir können jetzt schon gegen Inter Mailand rausfliegen aus der Champions League beziehungsweise auch weiterkommen. Also es ist eine ausschlaggebende Folge. Also entweder ich bin sehr gut gelaunt, weil wir Meister werden und weiterkommen, oder ich bin schlecht gelaunt, weil wir aus der Champions League rausfliegen, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schaut bei der letzten Folge vorbei. Super, super gerne. Rechts oben beim i verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich natürlich fleißig über Likes, denn wie gesagt, hier eine PES-Woche, wo wir wirklich durchhauen mit PES und dann hoffentlich zu PES 21 einen guten Start hinlegen. Es wäre super toll. Ich habe ja schon mal angesprochen, PES 21, freue ich mich drauf, wird es wieder eine Trainerkarriere mit dem FC Bayern München geben. Da freue ich mich unglaublich drauf und ja, da ist natürlich so, dass wir da mit dem Trippelsieger, mit den Bayern wieder spielen, die ja jetzt alles gewonnen haben. Und ich würde gerne hier auch alles gewinnen, dann wäre es so ein bisschen realistisch vielleicht sogar auch. Wie gesagt, DFB-Pokal sind wir im Finale. Meisterschaft können wir heute schon zu Hause gegen Köln gewinnen. Nur Champions League sieht schlecht aus. Waren wir schon im Achtelfinale sehr zittrig. Jetzt im Viertelfinale 1-0 Auswärtstor von Inter Mailand. Also ganz, ganz, ganz schwach. Ich bin mal gespannt, was es in der heutigen Folge erwartet. Wir gucken mal kurz ins Team rein, denn für Köln müssen wir die Zweitmannschaft spielen lassen, beziehungsweise so ein bisschen durchmixen. Aber wir können einfach irgendwelche Spieler spielen lassen. Das ist wirklich egal. Die sollen einfach fit sein und fit bleiben und wenn wir gewinnen, gut, wenn nicht, ist sowas von drauf geschissen. Mir geht's heute echt eigentlich nur um die Champions League. Alter, die Fitness sackt so hart rein, es geht mir richtig auf den Sack. Wir lassen es jetzt einfach mal so und Kimmich muss ich sehr, sehr schnell rausnehmen, auch wenn er noch fit ist. Aber das will ich einfach nicht riskieren. Da nehme ich mir jetzt irgendwie Pavard oder so noch mit. Na, wobei Pavard will ich eigentlich auch einsetzen. Keine Ahnung, ich setze mir Tolisso oder so da ein, ist mir scheißegal. Und Haaland muss ich dann auch rausnehmen, Perisic, wenn es geht, auch. Einfach mal ein bisschen gucken und abwägen, was wir da irgendwie machen können. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe gar nicht so auf die Tabelle geachtet, ob auch ein Unentschieden reicht oder nicht. Jedenfalls wollen wir Timo Horn den einen oder anderen Ball vielleicht über die Linie drücken. Es reicht auch ein 1-0 meinetwegen. Vielleicht ja sogar, wie gesagt, ein Unentschieden, 0-0 oder so. Keine Ahnung, ich gucke mir das einfach mal an und ich konzentriere mich eigentlich eher auf die Champions League. Das ist deutlich, deutlich wichtiger. Und nach dem Spiel werden wir übrigens auch mal probieren, Sané die Nummer 10 zu geben, was für ein Scheißpass. Ich habe jetzt nochmal was umgestellt und ich hoffe, dass es dieses Mal klappt, dass wir ihm irgendwie die Nummer 10 geben können. Kann sein, dass es auch nur im Transferfenster geht, hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. I don't know, ich weiß es nicht, wir werden es einfach mal ausprobieren, dann schauen wir einfach mal. Wenn nicht, haben wir den dann eben in einer Woche zur neuen Saison PES 21. Ich bin gespannt. Wenn ihr Bock auf PES 21 habt, beziehungsweise diese PES-Woche hier feiert, wo jetzt ganz, ganz viel PES kommt, dann könnt ihr auch gerne natürlich einfach mal abonnieren. Würde mich sehr freuen und hilft natürlich auch immer weiter. Fände es natürlich schön, die Bayern gewinnen in echt gefühlt immer auswärts ihre Meisterschale hier heute, die zu Hause gewinnen zu können. Bin natürlich auch gespannt, vielleicht dürfen wir sogar verlieren, vielleicht macht Dortmund irgendeinen Patzer, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr gut möglich und eigentlich würde ich alles dafür tun, aber wie gesagt, Champions League hat halt leider jetzt aktuell Vorrang. Deswegen müssen wir irgendwie darauf hoffen, dass es trotzdem beides irgendwie klappt. Oh, Perisic, sehr schöne Chance. Bisher geht im Spiel nicht wirklich viel. Aber das war super gemacht. Oh, Davis. Nicht so schön herausgespielt die Chance, aber Davis mit einem guten Abschluss. Und das hätte auch wieder was werden können. So langsam werden wir gefährlich.
Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, hier was zu reißen. Haaland. Weg damit. Halbzeit in München 0:0. Wie gesagt, gar nicht so übel. Hätte was werden können. Wir hatten jetzt die ein oder andere Chance noch zum Ende hin. Boah. Schöne Parade. Die erste ist es von Hofmann. So, jetzt nach einer Ecke. Kostet natürlich viel Kraft. Aber könnte was werden. Haaland. Jawohl. Da ist es in der 56. Spielminute. Es hat wirklich Kraft gekostet, der Angriff. Und damit geht Haaland auch raus und Goretzka kommt rein. Es wird hier Rasen gemäht draußen. Wahrscheinlich hört man das ein bisschen auf der Aufnahme, aber naja. Jedenfalls schöner Konter nach der Ecke. Und schönes Tor zum 1:0. Haaland geht damit raus. Mal gucken, was hier noch geht. Kimmich muss ich dann auch bald mal wechseln. So, und damit geht Kimmich raus. Und wie versprochen kommt Tolisso auf die Rechtsverteidigerposition. Ein bisschen crazy, aber wir müssen es jetzt crazy machen. Wenn wir hier trotzdem gewinnen könnten, wäre das Hammer. Goretzka eingewechselt. Mann, wenn er den macht. Oh, scheiße. Oh, Goretzka, fuck, war das knapp. Ich habe sogar noch gelupft und jetzt geht Hernandez dahin. Ich wollte doch nicht zu dem Ball. Digga, jetzt kriegen die Einwurf. Oh, fuck, Mann, mit Goretzka, das war so knapp gerade. Und jawohl, die Meisterschaft ist sicher. Zumindest glaube ich das. Ivan Perisic aus dem Gewusel heraus. Eingelocht. Jawohl, ist das schön. Hier, das war totales Chaos. Aber Goretzka setzt sich hier irgendwie durch. Flanke auf Perisic und der köpft ihn ein. Und es ist unglaublich wichtig. Es ist eine Erleichterung pur. Wir haben es geschafft mit so einer Elf gegen Köln zu gewinnen. Aktueller Stand in der 81. Spielminute 2:0 und damit wären wir Meister. So, da wird einfach mal Coman eingewechselt. Für die Zeit und einfach, weil wir es können. Keine Ahnung. Und jetzt kommen sie durch und machen in der 91. durch Modest das 2:1, den Anschlusstreffer, der jetzt hoffentlich nicht mehr ausschlaggebend ist. Meine Spieler kriechen halt echt nur noch übers Feld. Schon ein bisschen nervig. Und dann wurschtelt er sich da durch. Hoffmann kann nichts mehr machen. Probiere natürlich jetzt dann aber einfach hier rumzuspielen. Ich will hier wirklich nichts anbrennen lassen. 92. Komm. Give me the fifth. Give me the whistle, please. Und jetzt verlieren wir nochmal den Ball, aber er pfeift ab! Yes! 2:1, das heißt Meister in der Bundesliga, der FC Bayern München. Wir haben es geschafft, Leute. Yes! Oh. Irgendwie. Gute Saison. Sehr, sehr schön. 29. Spieltag. Zu Hause in der Allianz Arena. Gegen Köln. Deutlich überlegen. Und wir haben es auch geschafft, das Ganze zu gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Ich bin total stolz. Ich hoffe ihr auch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und also es freut mich einfach mega. Und Dortmund, ich habe gar nicht geguckt, was die jetzt gemacht haben. Auf jeden Fall genug Abstand. Wir können in der Bundesliga jetzt machen, was wir wollen. Jetzt ist wirklich der Fokus nur noch auf DFB-Pokal und Champions League. War ja vorhin jetzt auch schon, aber jetzt ist nochmal fokussierter darauf. Leute, man kann die Nummern immer noch nicht ändern. Das funktioniert einfach nicht. Es ist schade, aber es ist halt leider so.
Immerhin können wir diese schönen Bilder hier sehen, wie hier gejubelt wird. Es kommt jetzt das Spiel, vor dem ich Angst habe. Vor dem ich immer Angst hatte. Echt, ich habe die letzten paar Tage immer gedacht, oh mein Gott, wenn ich jetzt die Folge aufnehme, es wird so komisch schwer, es wird heftig. Es ist ein total wichtiges Spiel und wir müssen es gewinnen. Und wir liegen 1-0 hinten und die haben schon ein Auswärtstor erzielt. Also wir müssen definitiv ein Auswärtstor machen, am besten noch gleich mehrere, damit wir richtig Gas geben und davonziehen. Oh. Drückt die Daumen, Leute. Angespannt, zittrig, gehen wir auf den Platz. Meine Hände schwitzen schon echt. Ich habe so viel Schiss. Ich skippe, ich drück weg und freue mich auf ein Spiel und hoffentlich einen Sieg. Sie stellen wieder auf defensiv, das ist ihre Taktik. Hatten sie auch schon im Hinspiel gemacht. Einfach auf defensiv und relativ alles dicht machen. Und Alaba! Was für ein schöner Schuss. Und jetzt kommt Thiago mit einem Finesse-Hinterher abgefälscht auch noch. Ich weiß nicht in welche Richtung, aber neben das Tor abgefälscht wurde oder so, Richtungstor. Ich stelle mal auf Offensiv. Wir drücken gerade schon extrem. Naja, wurde gar nicht wirklich abgefälscht. Wir drücken gerade schon sehr extrem. Das will ich natürlich auch so sehen. Lewandowski! Yes! Oh, jawoll! 1-0, 10. Spielminute! Eckball! Kopfball! Und Tor! Verdammt wichtig! Boah, ist das eine Erleichterung schon mal! Ich streng mich gerade so an. 10 Minuten, wir können mal kurz gucken. 10 Minuten, 75% Ballbesitz, 5 Schüsse und 3 aufs Tor. Also 5 Schüsse in 10 Minuten. Vor allem hier in PES geht ja die Zeit total schnell rum. Also wir drücken hier wie die Sau. Und Thomas Müller. Oh, Lewandowski! 18. Spielminute! 2-0. Oh, fuck, ist das cool. Aber es ist auch wichtig. Wir sind so am Pressen. Guck mal, wir fangen die Bälle so ab wie hier zum Beispiel. Dass Coman den einfach bekommt. Und dann so ein schöner Schuss ins rechte Eck von Robert Lewandowski. Leider auswärts ohne Tor, ne? Aber auswärts ist, hat halt auch viele Vorteile gerade. Damit führen wir jetzt 2-1 und Inter Mailer müsste 2 Tore schießen. Also es hat sich innerhalb von 20 Minuten schon so vieles positiv verändert. Das habe ich mir nicht erwartet. So, jetzt gibt es aber auch eine Chance für Inter Mailer und da ist das 1-2. Alexis Sanchez mit dem Anschlusstreffer. Also nicht zu unterschätzen, die Jungs. Schöner Ball natürlich hier in die Spitze, dann war alles offen und da komme ich nicht mehr ran. Und schon steht es 1-2. Das heißt, in der Gesamtsumme 2-2 durch unser Auswärtstor sind wir aber weiter. Also die müssten jetzt noch einschießen. Das ist eben unser enormer Vorteil hier jetzt. Aber wir probieren natürlich auch weiter Gas zu geben. Das ist natürlich Pflicht und Ziel. Und auch hier weiß Inter Mailand einfach nicht wohin. Und wir bleiben immer noch im Ballbesitz. Kimmich, sehr stark. Kimmich mit einer Flanke auf Coman. Unglaublich gut gespielt. Die Flanke war enorm präzise. Nichtsdestotrotz Handanovic. Der Spielverderber. Lewandowski schon wieder so gut. So, damit gehen wir in die Halbzeitpause. Zweimal Lewandowski, ganz präsente Spielweise, gefällt mir sehr gut. Leider haben wir aber nicht genug Tore gemacht. 10 Schüsse, 8 aufs Tor. Ja, ist nicht schlecht. Also gut, wir hatten in den ersten 10 Minuten schon 5 Schüsse.
Aber trotzdem, wie gesagt, also ein gutes Spiel. Gut gemacht, aber auch zwei Tore ist nicht schlecht, definitiv, aber hätte auch gut und gerne nochmal einer mehr sein können. Boah. Gute Schüsse hier, einer nach dem anderen. Diesmal Thiago und Eckbälle waren bisher auch ganz gut, vor allem von der Seite. Lewandowski wieder dran, diesmal nicht ganz so gut wie vorhin. Zwei gute vorhin gemacht. Dieses Mal war schon deutlich drüber. Schöner Seitenwechsel auf Coman. Und Lewandowski, der Typ ist so cool. Hattrick, 3:1. Oh, und so schön und so wichtig. Es ist so wichtig. Fuck, Mann. Puh. Zwei Kopfbälle heute. Es war gut. War gut gemacht. Seitenwechsel auf Coman. Mit Thiago mal kurz zusammengespielt. Kurz gebremst auf Alaba, der Flanken ja sowieso ganz gut beherrscht. Schön auf Lewandowski, der ihn dann reinschiebt, beziehungsweise rein köpft. So, und deswegen wollte ich Lewandowski drin lassen. Da ist er wieder mit einer guten Chance. Aber jetzt kommt Haaland rein. Der kann das auch. Er ist auch immer mal wieder für ein Tor gut. Ich glaube, der war sogar abgefälscht. Na, war er nicht. Er ist so vorbeigekullert. Ne, doch, er war tatsächlich abgefälscht. Damit gibt es die Ecke und einen fliegenden Ball. Aber es sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Da haben wir Haaland. Mit rechts. Aber es funktioniert auch so fast. Und damit war's das. Yes! Eine Runde weiter. Verdient, denke ich. Im Hinspiel relativ ausgeglichen, das Spiel. Von den Chancen her. Wir hatten vielleicht sogar noch die ein oder andere bessere Chance als Inter Mailand. Haben aber trotzdem 1-0 verloren. Und hier waren wir absolut dominant. Also 17 Schüsse, 14 aufs Tor. Zu 5 Schüssen 3 aufs Tor. Also dass ich nur 3 reingemacht habe, ist eigentlich schon hier die Frechheit. Ansonsten ist hier alles mit rechten Dingen zugegangen. Und damit haben wir es geschafft. Schönes Bild hier von Robert Lewandowski. Er grinst da schön in die Kamera. Einzug ins Halbfinale, ja. Und das dank ihm. Er hat nämlich einen Hattrick erzielt. Dreierpack von Lewandowski. Rettet uns ins Halbfinale. Gegen Juventus Turin. Das ist unser Gegner. Wir spielen zuerst daheim. Also genauso wie gegen Inter Mailand. Ja, finde ich eigentlich besser. Nur man sollte halt dann nicht wie gegen Inter Mailand daheim irgendwie verlieren. Wäre ganz cool, wenn wir gewinnen. Am besten auch ohne Auswärtstor. Lieber irgendwie 0-0 spielen oder so. Das ist mir echt lieber. Ja, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall erstmal nächste Folge 2 Bundesligaspiele. Und in der übernächsten, da sehen wir dann die Champions League. Wie gesagt, die Woche kommt sowieso viel PES. Also müsst ihr gar nicht lang warten, bis diese Folgen kommen. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann direkt morgen wieder bei einer neuen Folge PES 2020. Schaltet wieder mit rein. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.